Mahlzeit, Leute, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS22 hier auf der Flexas, der Big Flats Texas. Ja, irgendwie gab es bei Giants ein neues Update für AMD-Gedöns. Deswegen sind hier natürlich wieder Shader-Cache-technisch alle Sachen total Käse. Ich habe auf allen Maps, die ich Spielstände habe, installiert. Shader-Cache-Auflade-Runden gedreht, weil das war ja wieder Ruckelei sein Vater. Ich dachte mir, oh, das kann doch nicht schon wieder losgehen. Ja, nun sind wir da. Wir machen da das Beste draus. Kalk ist geschmissen. Ja, das liegt überall rum, das Zeug. Das ist schon mal sehr, sehr cool. Ich habe mir zwei, drei Mods angeguckt. Hab die dann wieder gelöscht, weil die waren ja nicht mal so geil. Vielleicht werden die nochmal besser, werden wir sehen. So, ich will euch dazu nicht verraten, weil, ne, genau. Die gucken wir uns nämlich nicht an. Die waren ja nicht so gut. Ena vielleicht. Ist egal. So, Fisch. Fischfarm. Der Fisch kostet Geld. Aber hier steht nicht, was für ein Fisch. Ist ja toll. Weil auf dem Tisch ist noch kein Fisch. Gut. Okay, hier bin ich auch noch sehr gespannt, ob die Sache läuft. Wie sehen unsere Solarpaneele aus? Die sehen sehr, sehr gut aus. Ich hatte nämlich vorhin beim Fahren, beim Drehen, weil ich habe nämlich die Mulchwalze vom Feld geholt, habe hier noch die 2-3 Meter fertig gekalkt. Wieder richtig böse, ekelhafte die Zuppel und die Flacker und die Flimmer von den Bäumen beim Fahren, Kameraansicht und so. Richtig eklig. Nur weiß ich nicht, ob das am Kalkschmeißen lag, ob das daran lag, dass er die Map noch nicht komplett geladen hat. Wir werden beobachten. Schafe. Freunde, bei Schafe, da habe ich die XML verändert. Wir können... Warum seid ihr so leise? Ah, ich wollte schon sagen. So, ich habe Ewigkeiten nach dieser verdammten Mod gesucht, im Mod-Ordner, wie die heißt, wo der Stall damit drin war. Hier müsste jetzt sehr, 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 sehr viel mehr Futter reinpassen. Und zwar, wir gehen mal runter. Oh, bei den Hühnern ist schon wieder rot. Oh, oh, Alarmstufe rot. Der Balken glüht. Wir müssen da Futter reinwerfen. Bei den Kühen ist eigentlich noch genug drin. Wobei, wir haben schon wieder... Wir haben so viele Fleischkühe. Die können wir verkaufen, oder? Guck mal. Die würden am meisten Asche bringen. Wollen wir die verkaufen? Machen wir gleich mal. Pass mal auf. Hier Schafe, guck mal. Die haben Gesundheit 0, die haben Reproduktion 0, Produktivität 0, Wolle 0. Die haben hier Heu und die haben keine Silage. Wollen wir hier nochmal von jedem Futter 2 Anhänger reinfahren zum Probieren? Ich würde das mal echt gerne machen. Wir nehmen hier den großen Anhänger, nicht den kleinen. So, dann holen wir mal eine fette Ladung Silage. Glaub mir, passt viel rein. Ich habe da in der XML das Volumen der Stelle ein bisschen hochgeschraubt, was ich sowieso total bekloppt finde, dass in den Stellen immer so wenig von allen drin passt. Ne? Du hast da immer nur 2-3 Krümel, dann ist dir die Samtvolumen voll, aber ja, na, das Thema hatten wir beim letzten Mal schon. Ich glaube, im 17er oder so, da konntest du alle Futterbalken vom Stall richtig voll fromsen und dann war schön. Sieht hier anders aus. Finde ich nicht so geil. Wenn irgendwann mal ein neuer LS-Teil kommt, vielleicht werden sie da die Stallvolumen-Dinger nochmal anpassen, weil so ist halt einfach nicht schön. Und ich habe festgestellt, der Stall ist flach. Mit Futtern ist schwierig, oder wir müssen direkt so drunter fahren. So, wir hauen mal hier ein bisschen was rein, weil leider hat das Dach eine Kolli. Da siehst du, jetzt drückt er uns den Anhänger weg. Ist nicht so cool. Ja. Bin ich noch nicht sicher, ob ich da glücklich mit dem Stall bin. Auf jeden Fall, ja, müssen wir mal im Laufe der Zeit ein bisschen in Augenschein nehmen, die ganze Geschichte hier. So, Hauptsache, er haut mir hier nach und nach das Futter mal raus. Weil so füttern ist halt nervig. Ich würde gerne ranfahren, rausschmeißen, fertig. So, dann holen wir nochmal eine Runde Heu. In der Hoffnung, dass es läuft. Halt, stopp, warte mal, wie viel Heu ist denn hier drin? Hier sind drin 422.000 Liter. Da sollte doch auf jeden Fall was gehen, oder? Hau mal raus. Oh, nicht daneben, mach da rein. So, viel besser jetzt, okay. Puh, das war knapp. Ich hatte jetzt keinen Bock auf Häufchenbildung, deswegen ist das schon okay. Wir haben kurz vor 3 auf den Nachmittag. Da kommt die Sonne nochmal raus. Guck mal, was sagt denn das Kalendarium hier? Zeig mal her, Wetterbericht. Guck mal, ab 17 Uhr, wenn die Sonne untergeht, kommt sie raus. Das ist ja praktisch. So. Im Oktober wollen wir nochmal einen Grasschnitt machen.
Dann können wir nochmal ordentlich Heu ballern. Wäre vielleicht auch nicht so verkehrt. Warte mal, was sagt denn das Gras hier überhaupt? Ich muss erstmal wieder aufholen, was hier Phase ist. Das ist, glaube ich, schnittreif, oder? Aber hat nur eh eine Düngestufe. Ertragbonus. Egal, komm, wollen wir den Schwadmäher hier mal ein bisschen knattern lassen? Dann kann er hier so Sachen machen. Genau, die Kuh hat's verstanden. Alle anderen jetzt auch. Okay, eine muss anfangen, die anderen ziehen nach. Und ich weiß nicht, was das ist. Mir juckt schon wieder die Nasenspitze. Jedes Mal, wenn ich LS spiele, juckt mir das in der Nase. Was ist denn das immer? Grauenvoll. So. Könnt ihr zum Glück nicht sehen. Ach, so. Okay. Ja, dann lassen wir den hier einfach erstmal fahren. Und der braucht eine Tankstelle. Haben wir hier schon mal eine gebaut? Ich glaube nicht. Weil, guck mal hier, Sprit ist jetzt nicht so das, was er gerne bei sich behält. Schon wieder fast halb leer, der Eimer hier. Und der hat ja nicht so viel geleistet. Also der hat schon eine komplette Tankfüllung durchgefeuert hier. Und wenn wir uns die Wiese hier hinter mal so angucken, das wird nicht besser. So. Habt ihr gesehen? Ein bisschen ruckelt er immer noch. Vielleicht muss er wirklich noch Texturen laden oder was. Also für AMD-Grafikkarten gab es da irgendwie ein Update, glaube ich. So. Heu. Genau, jetzt müssen wir erstmal alles nach und nach machen. Theoretisch haben wir ja Zeit. Ihr habt in den Kommentaren coole Sachen vorgeschlagen. Da kümmern wir uns gleich drum. Fand ich sehr, sehr cool. Und auch sehr interessant, habe ich gleich mal nachgeschaut. Habe ich da. Ist im Mod-Ordner, gucken wir uns gemeinsam an. Wenn das funktioniert und läuft, dann wäre das sehr, sehr schön. Ist mal wieder was Neues, was anderes, was wir, glaube ich, doch gar nicht hatten. Da bin ich ja manchmal ein Freund davon, ne? So ein bisschen Abwechslung kann ja nicht schaden. Weil wenn wir einfach immer für jeden Spielstand immer das gleiche machen, ja, nee, ist nicht so toll. Zum Beispiel habt ihr gefragt, ist jetzt nur ein Beispiel, macht doch hier Kaffee-Gewächshäuser, wo ich mir so dachte, na, der wollte ich eigentlich nicht, weil Kaffee haben wir auf der Pioneers Map, da im Dschungel in Brasilien, wo auch Fichten wachsen. Ich glaube, da ist der Kaffee besser aufgehoben, oder? Hier in Texas, hier wären andere Sachen cooler und da schauen wir gleich mal nach. Also ich habe es runtergeladen, ist im Mod-Ordner, habe ich mir selber noch gar nicht angeschaut, was ist denn jetzt Phase hier? So. So, wenn, dann machen wir ordentlich, bitte. Okay, jetzt haben sie betet im Futtertrigger. Vielleicht läuft jetzt die Wolleproduktion, weil so richtig schön sah das dann nicht aus. So vielversprechend war das irgendwie optisch nicht. Okay. So, der Schwadmäher ist schon mal am Gras mähen. Die Schafe, das Experiment, ist im vollen Gange. Ich habe absolut keine Ahnung, ob das hier läuft oder nicht. Gesundheit immer noch bei null. Die haben 142.000 Liter Futter. Lasst euch das mal richtig kopieren und schmecken. Ja, das war ein Befehl. Und dann will ich hier aber Pullover haben. Habt ihr verstanden? Und die werden versendet und dann ist es toll. Hoffentlich, hoffentlich. Warte mal, Produktion. Da wird das ja... Was fehlt hier denn? Achso, voll! 400.000 Liter Mischration. Das ist ja krass. Könnten wir eigentlich nochmal eine Ladung bei den Kühen reinfeuern, oder? Pass mal auf, Produktion. Wir haben doch hier irgendwo eine Klamottenbude. Da. Da ist noch keine Wolle da. Bedeutet, die Schafe bringen noch keine Wolle. Fisch läuft. Fisch haben wir. Guck mal, Mais ist da. Mineralfutter ist da. Fische sind auch schon da. Ne? So. Gut, gut. Da wir in der letzten Folge, das war nämlich auch so ein Thema, da wir in der letzten Folge gekalkt haben, habt ihr vorgeschlagen, Mensch, bau doch eine Kalkproduktion. Da dachte ich mir, okay, wo gibt es das? Wasserwerk heißt das Ding. Gibt es vom Modhub.us, nicht vom Giants Modhub. Also bedeutet dementsprechend natürlich leider nicht für Konsole, sondern nur für PC. Und ich hoffe, ich finde das hier. Das wäre nämlich ganz cool. Ich habe selber noch nicht reingeguckt, wo ich das finde. Da! Wasserwerk, guck mal. Du haust da Wasser rein und holst Kalk wieder raus. Ist eigentlich ein Güllebecken.
Aber na, eigentlich theoretisch durch Verdunstung oder so, oder? Könnte das ja, wäre das ja, also könnte man und so würde vielleicht und ja. Der würde hier vielleicht ja nicht so schlecht aussehen. Was haltet ihr denn davon? Also wir müssten uns natürlich hier ein bisschen einschränken, aber hier, der wäre doch cool. Muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich ein bisschen Bock drauf. Ist doch nicht teuer. Hier bei den Solarfeldern, guck mal, direkt dahinter. Also, ne, theoretisch mit Sonne und so. Dann könnten wir uns nämlich hier einen schönen Weg durchbauen. Das wäre perfekt. Wollen wir das mal hier hinstellen? Ich hoffe nur, dass das Tongrong jetzt nicht so doll kaputt gemacht wird. Nee, ist okay. Dann, cool. Das ist eine gute Idee gewesen. Sehr, sehr schön. Vielen Dank für den Hinweis und für die Idee auf jeden Fall. 15 Uhr, habt ihr gesehen? Die wurden hier hart kalibriert gerade, die Dinger. Bong, bong, standen sie. Stramm wie die Männer und jetzt richten sie sich neu aus. Okay, das Güllebecken, was Kalk macht, das ist ja mal ein Ding. Ich fand die Idee wirklich gut. So, jetzt müssen wir hier nur noch einen Weg rüber zaubern irgendwie. Wir nehmen mal den hier. So, wollte ich nämlich die ganze Zeit schon haben, dass wir hier vernünftig lang fahren können und nicht immer vor der Haustür lang eiern. Ich glaube, so reicht mir der Weg sehr schon fast. Ist noch ein bisschen doll viel Grün drin. So, jetzt wird schon besser. Und hier fahren wir dann halt ran und holen uns dann da den Kalk. Wir können. Klar, wir laden hier Wasser ab und holen uns Kalk wieder raus. Und wisst ihr, was Geiles? Wir stellen uns ja einfach einen Hydranten hin und dann holen wir Wasser von unten rum aus der Erde raus. So, der steht jetzt da und jetzt haben wir immer Wasser. Theoretisch hätten wir von hier hinten auch Wasser holen können vom Windrad. Jetzt haben wir nur ein Problem. Wir müssten hier Wasser rankarren mit dem Wasserfass. Ja, das ist aber, glaube ich, vielleicht gar nicht so ein großes Problem. Im Gegenteil. Wir müssen hier aber nochmal ein bisschen schön machen. Ne? Ich mag den Betonrand hier ringsrum nicht. Da müssen wir nochmal ran. Problem ist, dann haben wir uns hier die schöne Grastextur eigentlich kaputt gemacht. Dann müssen wir hier so ein altes Gras anpflanzen. Was, glaube ich? Oder ist das hier? Ja, guck mal, das hier vorne. Was so anders wächst wie alle anderen. Aber okay, so sei es. Dann haben wir eine Kalkproduktion. Das ist nämlich geil, weil. Oh, 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 wir haben in die Gülle. Oh, 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 warte mal. So? Nee, warte. So. Oh, oh, ach du Schaden, ich hab's kaputt gemacht. Hilfe. Dann nehmen wir das. So. Als wäre da eine Pfütze drin. Oh, jetzt hab ich aber gerade gedacht, ey. Seit wann ist denn ditte? Konnten wir hier schon die ganze Zeit Felder erstellen? Ist das neu? Oh Mann. Jetzt zweifle ich gerade ganz doll an mir selber, weil nicht jede Map hat eigentlich die Funktion, dass man da Felder mit Texturen erstellen kann. Wie zum Beispiel leider nicht auf der Pioneers Map. Da musst du halt vorher mähen, im Idealfall. Und dann kannst du da mit einem Flug drüber und dann wird durch die gemähte Grastextur ein Feld erstellt. Hier kannst du dir das malen. So, das war auf der Western Wilds genauso. War mega geil. Habe ich vor Jahren gemacht. Felder malen und so. Fand ich echt nicht schlecht. Okay. So, dann machen wir uns hier mal das hässliche Gras. Andersrum gesagt, ist das hier ein bisschen dicker, ein bisschen saftiger. Vielleicht profitieren die Graspflanzen hier davon, dass hier halt einfach mehr Wasser hinkommt, ne? So, und schon haben wir alles entschuldigt, was wir getan haben. Jetzt sind wir wieder weg von zu Hause. Die Kalkproduktion wäre eigentlich ganz cool. Aber ich möchte echt wissen, ob die Schafe hier eigentlich mal Wolle schmeißen. Oder gleich bei den Hühnern. Halt, halt, da stand was. Warte. Gesundheit 10%. Die brauchen echt beides an Futter, dann läuft die Sache. Hoffentlich. Produktivität ist schon mal da. Jetzt können sie mal richtig reinhauen hier. Wenn wir Wolle ballern. Oh, wie geil. Also Schafexperiment läuft. Gut, wir gehen nochmal nach Hause. Und jetzt können wir den hier mal benutzen. Weil das wäre sein perfekter Job eigentlich. Ich würde mir gerne was liefern lassen. Und zwar. Von mir aus auch erstmal nach hier vorne auf die Grünfläche. So. Haben wir heute im Angebot? Nicht interessantet. Ja, das Mähwerk vielleicht. Dass wir da die Wiese ein bisschen schneller abgefummelt kriegen, weil ich glaube, der Schwadmeier, der hat Stress.
Wir brauchen noch eine Tankstelle. Oh Gott, so viele Sachen gleichzeitig schon wieder. Okay. Wo wollt ihr hin? Wasserfass. Da. War das hier? Ja, es war da. Guck mal hier. 20.000 Liter. Wir nehmen das. Das ist übelst günstig. Ja. Ist ja noch besser. Warte mal, diese komische Blau sah nicht so hässlich, oder? Guck mal, hinten mit einem Schlauch und einem kleinen. Na, ich hätte fast gesagt, ein Stromer, aber ist auch nur ein Behälter zum Händewaschen, wa? Ja. Ist ein cooler Anhänger. Ich möchte sogar sagen, den liebt ihr aus dem Giants Mod Hub. Ich habe da an der XML dran rumgefummelt, also der ist nicht mehr original. Ja, der kostet 8.500, das ist ja nichts. Den hätte ich gerne immer genau da. Genau. So, weil der Typ kann das nämlich super bewegen, das Gerät. Und dann lassen wir da mal Wasser drin plempern und dann gucken wir, ob wir da Kalk generieren können. Das wäre cool. So. Weil, wenn wir mal gucken, das Güllebecken da hinten, das steht jetzt nicht großartig im Weg. Ne? Das macht die Optik nicht kaputt. Das hat nur seinen ollen Rüssel, wo wir da überladen. Und dann wäre die Sache nämlich toll. Ich wollte das nämlich mit Absicht hier auf dem Hof haben, weil. Kriegen wir hier Wasser jetzt? Ja. Müssen wir nicht kaufen, das ist ja perfekt. Warte mal, geht das Becken leer? Nee. Ich wollte das nämlich hier extra auf dem Hof haben, diese Kalkproduktion, weil wir haben ja auch Kalksilo hier auf dem Hof stehen, weil dann brauchen wir von da nicht mehr neu kaufen, sondern können das da einladen und dann können wir daraus rüber in den Überladewagen und aus dem Überladewagen in den Kalkstreuer. Richtig umständlich, so wie wir uns das wünschen. So, 20.000 Liter Wasser, Abfahrt. Na, wird's gehen, Kollege? Na komm schon. Sehr schön. Keine Sorge, die Kalkproduktion war noch nicht alles. Es geht weiter. Müssen wir mal gucken, ob wir das heute alles bewerkstelligt kriegen. Und wir hätten nebenbei schon längst. Ach, verdammt. Ne, den müssen wir jetzt sofort machen. Oh Gott, ey, nicht verknoten. Ja, danke. So. Wer von euch hat noch keinen Fahrschein? Du, komm mal mit. Den haben wir lange nicht bewegt. Der darf den Mais mulchen. So. In der Zeit, wo wir Sachen machen, kann der produktiv sein. Okay, entfalte dich und dann kannst du den Dünger und den Kalk zusammen mit den schönen Maisstrunk Resten unterarbeiten mit der Scheibenegge. Jetzt führen wir alles dem Erdreich bei und dann haben wir eigentlich die perfekten Voraussetzungen für die Aussaat, oder? Dann ist alles drin, was die Pflanzen brauchen, damit die ordentlich abkeimen können. So, wir in Startposition. Die Ausrichtung ist richtig wichtig. So, runter das Ding und Action. So, jetzt wird gemulcht, aber voll mit. So, dann lassen wir den mal ackern hier und wird ihm vielleicht zwei Streifen Vollwände geben. Ist das okay? Ich glaube ja. Die alten Dröscher müssen noch weg. Ey, wir haben so viel Pensum, also übel viel. Warte mal, macht der Mulcher das Stroh weg? Ja. Perfekt. Und die Bambis sind auch happy. Perfekt. Das ist supi. Supi Bambi. So. Dreht er hier vernünftig um. Ich hoffe doch. Ey, und ich hab hier ewig rumgefummelt. Ey, Verschränkung, Kollege. Was ist denn da? Bist du blind? Guck da vorne. Was macht der denn da? Du, das geht kaputt, ja? Das ist dir bewusst, ne? Ja.
Ich habe ewig rumgefummelt hier mit diesen Grafikeinstellungen, weil ich mir da nicht sicher war. Dann habe ich dann mal alles überprüft und Shader Cache laden und ruckel hier, zuppel da und nochmal in der Menü-Geschichte drin und die guckt und die macht und die tan. Und dann dachte ich mir, boah, das kann ja wohl die Wahrheit sein. Giants, warum tut ihr mir das immer wieder an? Da war ich hier wieder übelst schlecht gelaunt mit einem halben Herzklappenabriss, weil ich eigentlich aufnehmen wollte und auf die Uhr geguckt habe und gesehen habe, meine Zeit haut ab. Mann, ey. Ja, Zeit ist Geld. Geld kriegt dafür sowieso nicht, aber trotzdem, ihr wisst ja Bescheid. Na? Weil es ist ja nicht einfach nur mit einer halben Stunde Video, sondern da musst du ein Thumbnail machen, da musst du das noch eintickern und da musst du noch was schreiben und bla bla. Also, ne, ist an sich noch ein bisschen mehr Zeitaufwand wie einfach nur die Aufnahme hier. Vor allem, wenn ich zwischendurch pausiere, manchmal dauert so eine halbe Stundenfolge auch vielleicht mal anderthalb Stunden in Realtime, also ne, ist immer je nachdem, was gerade gemacht wird, so. Jetzt ist gerade halt wieder alles on the fly und sind halt alles immer One-Take-Aufnahmen. Wenn jetzt hier zum Beispiel irgendwas passiert, Stromausfall, Monitor kaputt, Spiel kaputt, bla bla bla, dann halt kein Problem, dann ist die Aufnahme futsch. Ne? So, ich lasse den jetzt erstmal hier sein Feuerwände fahren und dann kann er hier erstmal Sachen machen und dann wäre der Acker bis auf Pflügen erstmal soweit repariert. So, dann können wir den hier jetzt nämlich in die Spur schicken und dann macht er den Acker einmal ein paar Halme kürzer. Genau, jetzt wird hier immer durchgemulcht, Schrägstrich mit der Scheibenegge übergeeckt. Schrägstrich hier grubbert. Ja, kannst du sehen, wie du willst. Die Mod bringt wieder alles durcheinander, aber so ist es halt. Wir fahren jetzt Wasser in unsere neue Kalkproduktion. Da bin ich sehr gespannt. So, na dann los. Das wäre jetzt wieder cool, wenn wir da so ein paar Sträucher drumrum pflanzen, oder? Dann wäre das nämlich schön eingeebnet da so. Weil jetzt sieht es doch recht nackig in den Grasboden hier eingepflanzt aus so. So, warte mal, wir holen erstmal Wasser raus. So, der plätschert hier rein. In der Zeit können wir mal gucken, was ist denn hier produktionstechnisch, wie läuft denn das? Wow, aus 2000 Liter Wasser werden 200 Kalk. Wir müssen sehr viel Wasser nachfüllen. Das ist aber an sich gar nicht schlimm. Wollen wir hier mal... Wir machen mal auf Behalten, oder? Lass mal starten. Wir aktivieren mal. Guck mal, wir können hier nämlich nachfüllen und dabei gleich wieder überladen. Also ich pumpe hier gerade rein. Und ich würde hier wirklich sehr gerne nochmal ein bisschen Buschwerk anpflanzen an der Seite, damit er nicht so trostlos aussieht. Landschaftsbaupflanzen. Wollen wir... Ah, die wäre ein bisschen doll groß, oder? Na, wobei, lass mal hier zwei machen. So. Ui, 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 ui. Warte mal, hier waren aber noch kleinere, ne? Der ist doch okay. So, der wächst da schön rüber, ne? In Wasser drin, der hat nämlich Bock. Die Solarpaneele würde ich mir aber ungern doll zubauen wollen. Na gut, so eine kleine Birke vielleicht noch. Vielleicht eine etwas größere. So. Na, und schon kommen wir an den Punkt, wo das alles in die Optik wieder geht. Aber anscheinend scheint hier das Wasser noch zu laufen. Das ist gut. So, Pflanzen. Jetzt waren nämlich auch noch haufenweise Büsche bei. Wann haben wir nicht überhaupt alles für Unkrautzeug? Guck mal hier. Wow. Blumen. So. Ey, ihr habt die Frage in der Kommentare, mit welchem Lenkrad ich den LS spiele. Ich spiele den Lenkrad ja nicht mit dem LS. Was ist denn? Hallo? Ja, nee. Ich habe für den PC habe ich gar keinen Lenkrad. Ich hatte mir damals mal das wie hieß denn das? Zytec hieß das, glaube ich. Dieses LS-Lenkrad mit Seitenkonsole und Pedale geholt gehabt. Das hat sage und schreibe 2 Monate gehalten. Und dann war es Asche. Dann waren innen drin alle Kabel kaputt, alle ineinander verdreht, alle zerstört. Und dachte ich mir, geil. 180 Euro für die Katze. Ja, naja, gut. Dann ist es so. Hä, sieht voll okay aus. Guck mal, was wir hier schon wieder zaubern. So, einfach mal so nebenbei. So. Oder? Das ist doch mal wieder super.
Warte mal, ey, die Gräser sind ja geil. Warte mal, das hier, wie groß ist das? Das sind diese Flachwurzler. So. Okay. Eine recht hübsche Optik eigentlich. So. Aber hier mit den Blübchen und so, das gefällt mir. Ja, ist okay. So, ja, da hat er mir geholt und dann dachte ich mir, ach komm, war auch mega geil. Tastenbelegung umgelegt, alles war im 17er noch. Ja, der 17er hat damit gespielt. Fand ich voll geil. Ja. Aber dann. Mit immer waren die Lenkkontakte weg und dann halt das Ding mal aufgemacht, weil ich mir dachte, hey komm, ist eh kaputt. Zurückschicken, ich hab da keinen Bock auf so einen Quark. Entweder geht das oder ist kaputt. Aufgemacht und ach, hab ich schon gesehen. Alle Kabel, die Isolierung gebrochen, die einzelnen Adern alle raus, weil vom Lenken, da war kein Schleifring drin. Das war einfach die Kabel so im Bündel einfach hochgelegt und dann haben die sich immer schön mit verdreht. Bis dann halt die Isolierung gebrochen ist. Ne? Und dann war das halt passiert. So, hier sind 100.000 Liter Wasser drin. Und wir machen Kalk. Vielleicht werde ich da nochmal rangehen und das Wasservolumen leicht erhöhen. Wobei, die 100.000 Liter Wasser ergeben 10.000 Liter Kalk. Ich meine, gut, wahrscheinlich durch Verdunstung, keine Ahnung, bla bla. Ne, ist wie so ein Salzbecken wahrscheinlich, wo sie einfach das Wasser verdunsten lassen und dann bleibt das Salz zurück. So könnte ich mir das hier auch vorstellen. Oder durch Erhitzen oder was, keine Ahnung, wäre wieder perfekt mit den Solaranlagen. Das sind quasi die Heizstäbe dafür, ne? Mit Strom versorgen, ja. Wir sind so ein Fuchs. Cool. Ja, gut. Dann ist der jetzt hier unser Wasserfass-Traktorist. Steht er hier im Weg, obwohl wir hier eigentlich... Naja, ist egal. Schaffen wir das noch? Warte mal, nee, wenn nicht, machen wir das beim nächsten Mal. Ist ja überhaupt nicht schlimm. Wie weit ist denn er hier? Er fährt hier auf jeden Fall schon mal sauber. Jetzt wird laut wahrscheinlich. Nicht geht. Okay, er macht sein Ding. Wir müssen halt hier unten dann auch nochmal drüber mulchen und danach pflügen, dass wir die Felder alle perfekt fertig für die Aussaat haben. Weil... warte mal. Muss hier pflügt werden? Ja, ist das hier und das hier. Wurde gemulcht. Die sind schon mal fertig für die nächste Aussaat. Die brauchen keinen Kalk. So. So. Und alle haben Düngestufe 1. Perfekt. So, wie gesagt, wenn hier mit der Scheibenegge drüber gefummelt wurde, dann können wir da mit dem Flug hinterher. Der hat aber hier, ne? Der, ja, so, ja, ja, so, ja. Na, Hauptsache, er kriegt das irgendwie hin. Sieht ja an sich ja nicht so verkehrt aus. Der ist aber mit der Lenkung hart am Limit hier, ne? Der macht sich das Leben nicht leicht, sagen wir mal so. Aber er macht was, das ist ja schon mal viel wert. Was auch sehr viel wert ist, oder was ich sehr geil finde, die Schafe laufen. Das ist gut. Der Schwadmeer ist am Gras mähen. Da müssen wir vielleicht auch nochmal kurz einen Check machen, wie das da aussieht bei ihm. Oh, 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 oh. Krass, der ist mit der ersten Wiese fast durch. Na, das ist ja super. Dann könnten wir das schon mal zusammenfummeln, dass wir wieder Heu machen. Was wir aber noch machen können, ist eine Runde Mischration bei den Kühen reinfahren. Das können wir nochmal machen. Einmal Mischration bitte, dann kann nämlich neu nachproduziert werden. Und eine Sache, die fällt mir gerade ein. Boah, das ist schon bald 1-2 Jahre her. Da habe ich ganz oft Kommentare bekommen, dass ihr mein Dialekt total feiert, wo ich mir so denke, okay. Ich meine, für mich ist das ja voll normal. Also, ne, hier im Berliner Umkreisraum, da quatschen wir halt so, wir Berlinern halt. Und da kamen damals ganz oft die Kommentare, hey, ich feier deinen Dialekt und ist mega cool und bla. Und da habe ich selber schon oft den Eindruck gehabt, dass ich mir das so, na, mehr oder weniger abgewöhnt habe. Dass ich so viele Sachen mehr anfange mit Hochdeutsch sprechen und bla und Aussprache und... Aber ist eigentlich auch Quatsch, oder? Weil ich glaube, genau das macht es halt aus. Also ich glaube, genau das macht es halt aus, ja. Genau. Ne, ihr wisst Bescheid. Also... Das kannst du dir auch überhaupt ja nicht abgewöhnen. Fahr mal nach Bayern oder so. Ich glaube, selbst den Leuten da Umgangssprache und Hochdeutsch. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Da kannst du nach Thüringen, da kannst du überall hinfahren, ne? Also, jedes Bundesland hat. Ja.
Weiß ich nicht. Also ich habe oftmals so schon den Eindruck, dass ich mir das selber ein bisschen abgewöhnt habe und versucht habe, Hochdeutsch zu sprechen. Ist aber eigentlich mehr oder weniger, wenn man das mal so genau nimmt, gekünstelt, weil normalerweise quatsche ich ja auch ganz normal, ne? Frei von der Zunge und nicht so, hoch, da, da, schön, schön ordentlich und bla. Nee, ist nicht, kannst vergessen. So. Haben wir da nochmal und die Futter reingeballert. Das ist mir gerade so eingefallen, ich weiß auch nicht warum. So. Gut. Ich glaube, der Schwattmeer hat es geschafft, oder? Letzte Reihe, sag mal her. Jo. Dann schmeißen wir den hier rüber auf den anderen Wiesenabschnitt. Dann kann er das noch kurz und klein machen. Und wir haben immer noch keine Tankstelle gebaut. Guck mal, wir haben eigentlich was gemacht, aber irgendwie haben wir auch nichts gemacht heute, oder? Ja, okay. Na, ist egal. Machen wir beim nächsten Mal weiter. Wir haben ja Zeit. Ihr habt ja geschrieben in den Kommentaren nebenbei, ey, ihr seid echt fleißig. Ich feiere das total. Vor allem sind da auch oft sehr konstruktive, gute Sachen dabei. Da stand zum Beispiel drin von wegen, ja, wegen Zeit, mach dir da keine Sorgen, mach so wie es ist und wenn du 3 Folgen lang das gleiche machst, ist egal. Naja, dann machen wir es so. Okay. Also wenn ich die Erlaubnis von euch habe, dann ist das okay, weil ich dachte mir schon, oh komm, du musst jede Folge immer irgendwas Abwechslungsreiches haben, damit das immer schön in Anführungsstrichen interessant bleibt. Interessant? Sprachzentrum hat auch schon Feierabend, okay. Das ist die erste Aufnahme heute, na, das kann ja was werden. So, guck mal, er ist fertig. Das ist doch mal das perfekte Schlusswort, Zeichen, Dings. Ihr wisst schon. Na, der ist fertig, die Folge ist zu Ende. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich schicke den da hinten jetzt in die Spur und dann schauen wir uns weitere Sachen an, die in den Kommentaren vorgeschlagen wurden. Also, bis dahin, mach keinen Quatsch und Redi hauen.